Heute geht es um ein ganz grundsätzliches Versprechen von Technologie und das ist Entlastung. Tatsächlich kennt ihr das ja vielleicht auch alle irgendwie in Werbung und so weiter von Apps. Da geht es darum, das Leben einfacher zu machen. Abläufe sollen reibungsloser werden. Ja? Ihr müsst eure Termine nicht mehr alle im Kopf halten. Ihr müsst die noch nicht mal mehr selber irgendwie eintragen in den Terminkalender. Es passiert alles automatisch. Und während in der ersten industriellen Revolution sehr stark darum ging, den Menschen von der körperlichen Anstrengung zu entlasten, geht es jetzt auch viel darum, uns ja auch von geistiger Anstrengung zu entlasten, also von Aufgaben zumindest, die jetzt nicht körperlich unbedingt anstrengend sind, die aber halt gewisse geistige Fähigkeiten voraussetzen, zum Beispiel Termine machen oder eben eine Karte lesen. Und die Frage heute ist, ja, machen wir uns dadurch selbst verschuldet unmündig? Diese Vision, Smart Home oder so, dass Technik uns alles Mögliche abnimmt und uns auch das Denken abnimmt, ja, dass wir, diese Vision setzt ja ein gewisses Menschenbild voraus und dieses Menschenbild ist irgendwie dadurch geprägt, der Mensch ist zuallererst bequem und möchte gar nichts machen. Ich glaube, das Menschenbild ist falsch. Wir Menschen wollen durchaus was machen. Wenn man ein solches Menschenbild verfolgt, okay, dann entwickelt man Technik, die den Menschen alles abnimmt. Also dieses Abnehmen ist toll, aber wir wollen auch selber was machen. Und von daher ist diese Befürchtung, glaube ich, wir werden entmündigt durch, indem unsere Bequemlichkeit unendlich ausgenutzt wird und wir nachher als, hat mal jemand gesagt, dicke, fette Babys gepampert, ja, rundherum glücklich, grunzend, schmatzend enden, ja, weil wir selber nichts mehr machen müssen. Die Technik nimmt uns immer alles schon ab, bevor wir es auch nur wissen, was wir wollen. Ich glaube, dass das letztlich einfach eine Unsinnserzählung ist, weil sie mit einem falschen, sehr einseitigen, falsch ist vielleicht falsch, aber mit einem sehr, sehr einseitigen Menschenbild operiert. Wir Menschen sind erheblich komplexer, als diese Geschichte uns das Glauben machen will. Menschliches Handeln ist immer durch Intentionen und durch Gründe geprägt und dadurch kommen Werte in die Handlung. Das heißt, jede Handlung ist in irgendeinem Sinne normativ, ist in irgendeinem Sinne wertend, bewertend. Und so sind auch unsere technologischen Produkte immer mit Werten behaftet. Nämlich immer durch die Werte und Prinzipien, sei es implizit, sei es explizit, derjenigen, die sie geschaffen haben. Und wir haben häufig so dieses Ding, dass wir bei Maschinen ganz schnell von der besonderen Ebene auf die abstrakte Ebene wechseln. Na, wir sehen einen Schachcomputer, der kann unfassbar gut Schach spielen sehr viel besser als die meisten Menschen. Und sofort, in einem nächsten Schritt, sagen wir ja, die Maschinen werden irgendwann XY. Na, also von einem einzelnen, konkreten Schachcomputer kommt man ganz schnell auf die abstrakte Ebene der Maschine. Etwas, was wir bei Tieren nie machen würden. Na, der Lawinenspürhund, der enorm super in der Lage ist, auch sehr viel besser als Menschen, Menschen in Lawinengebieten aufzuspüren. Wir würden von dieser Fähigkeit dieses Lawinenspürhundes nie auf das Tier schließen. Schon gar nicht das Tier, das dann irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Und das heißt, wir haben konkrete Technologien für konkrete Kontexte mit ganz besonderen, ich würde sagen, Inselaufgaben, Inselbegabungen, wenn man so will. Und der Schachcomputer kann hervorragend Schach spielen, aber er kann nicht Auto fahren, er kann auch für meine Kinder nicht die Hausaufgaben machen, er kann nicht Zöpfe flechten und nicht in den Krieg ziehen. Warum überhaupt Unmündigkeit? Warum dieses große Problem, was da diagnostiziert wurde? Es ist so bequem, unmündig zu sein, also damals schon Convenience, Bequemlichkeit als Ursache für diese Unmündigkeit. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, ein Seelsorger, der für mich Gewissen hat, ein Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Ein wahres Beispiel von einem Bekannten, süddeutsche Familie, fährt nach Italien in Urlaub, brauchen zwei Autos, die Familie ist größer, fahren zu unterschiedlichen Zeiten, weil einer irgendwie erst ein paar Tage später kann. Also der erste Trupp ist schon in Italien, dann kommt der zweite Trupp nach ein paar Tagen an. Da fragt dann der vom ersten Trupp den zweiten, na, wo seid ihr hergefahren, Brenner oder durch die Schweiz? Dann sagt der Fahrer, keine Ahnung, ich bin da gefahren, wo mich der Navi hingeführt hat. Ja? Dann kann man natürlich fragen, ist jetzt diese Geografiekenntnis wichtig oder nicht? Ich würde sagen, es ist zumindest in verantwortungsethischer Hinsicht ein Thema. Wir machen uns nämlich abhängig von dem reibungslosen Funktionieren dieser ganzen Technologien. Ja, wenn wir so Basiskompetenzen verloren haben und auf einmal funktioniert die Technik nicht mehr, dann wissen wir nicht mehr, wohin wir laufen sollen. Und das ist vielleicht durchaus ein Problem. Es ist erstmal überhaupt eine steile These aus meiner Sicht, zu behaupten, dass dadurch Fähigkeiten wirklich verloren gehen. Na, also sicherlich, einige von uns lernen die nicht mehr, aber sie bleiben ja theoretisch erlernbar.
Und eine andere Facette ist eben auch, was durch diese digitalen Technologien und vor allen Dingen durch Apps, die uns irgendwie das Leben erleichtern, provoziert wird, ist eine Sicht des Menschen, dass sich alles, was wichtig am Menschen ist, alles, was wesentlich am Menschen ist, in Zahlen ausdrücken lässt. Und Zahlen heißen Kontrolle, heißen Berechenbarkeit, heißen Verallgemeinerung und Bewertung. Und das ist ganz, ganz schwierig. Das ist eigentlich mit diesen Entwicklungen sind wir das perfekte Kind der kapitalistischen Massengesellschaft, die nach weißen, westlichen, häufig männlichen Standards funktioniert und ein sehr transhumanistisches Bild, also die Sicht des Menschen, dass der Mensch durch Technologien sich perfektionieren und zu einem besseren Wesen machen kann, dem liegt so diese Denkweise zugrunde, dass der Mensch eigentlich sich in Zahlen ausdrücken lässt. In diesem Menschenbild wird der Mensch als eine Maschine verstanden. Als eine Maschine. Genau. Der wird nicht modelliert für manche Zwecke. Wenn man Hüfte operiert bekommt, dann wird natürlich diese Stelle hier irgendwie maschinell, technisch, funktional modelliert. Aber das ist weitergehend, da wird der Mensch nicht in Teilen funktional modelliert, sondern als Ganzes, als Maschine betrachtet. Und dann gibt es ja nun im technischen Fortschritt keinen Grund anzunehmen, dass man nicht alle Eigenschaften des Menschen auch verbessern könnte. Ja, das ist ganz folgerichtig, sobald man diesen Schritt getan hat, uns als Maschine, als Computer auf zwei Beinen zu verstehen. Warum krankt diese Sicht oder was ist das? Was ist der Fehler an dieser Sicht? Warum sind Also es ist erstmal eine sehr reduktionistische Sichtweise. Wann immer wir anfangen, über Menschen zu sprechen, können wir notwendigerweise nur das, was einer ist, in Worte fassen. Also Sie kennen das vielleicht, manche von Ihnen haben so ein Portemonnaie mit so diesen Fotos, diesen ausklappbaren Fotos drin. Mein Haus, mein Auto, mein Baum, meine Familie, mein Swimmingpool. Genau das meint es eigentlich, dass wenn wir anfangen, über uns selbst oder über andere zu reden, dass wir immer nur das Was, die offensichtlichen Eigenschaften, die Merkmale irgendwie benennen, aber nie das Wer einer Person. Das Wer einer Person, so Hannah Arendt, ist per se unkontrollierbar. Es überfällt uns und wir können das nur im gegenseitigen Austausch erleben. Wenn wir sorgfältig abwägen, also wenn wir ein schwieriges Problem haben und sitzen mit ein paar Leuten zusammen und wir wägen ab, dann ergeben sich oft im Dialog neue Facetten, neue Perspektiven auf das Thema. Und dadurch kommen wir zu einer Lösung. Das ist ein total anderes Modell, als ein Schachcomputer macht, der 10 Millionen Operationen in ein paar Sekunden durchspielt. Also ich glaube, da sind wir einfach doch was anderes als eine Maschine. Ganz oft wird uns suggeriert, wir seien irgendwie so ein Software in einer Hardware und alles könne man optimieren. Wir haben einige Gegenbeispiele heute dagegen gehört, warum sozusagen dieses Menschenbild mindestens fragwürdig ist und das auch gefährlich ist, das anzunehmen, weil es sich dann vielleicht wiederum selbst erfüllt. Was haben wir hier vorne vergessen? Was sind die wichtigen Fragen? Ich würde euch bitten, euch einfach mal eurer Nachbarin oder Nachbarn zuzuwenden. Was denkt ihr, was hier gerade hier vorne passiert ist? Was sind eure Gedanken, die sich dabei entwickelt haben? Was wären noch offene Fragen? Bezeichnet das ja als die vierte Revolution wegen der vierten Kränkung, ja, also wer sozusagen das sagt, das kränkt uns in unserem Menschsein, weil dieses Narrativ des Menschen als Vernunftwesen so zentral ist, dass wenn wir jetzt nicht mehr alleine über diesen Planeten geistern als einzige Intelligenz, dass uns das halt irgendwie kränkt und durcheinander wirbelt und das stellt die eigentliche Revolution dahinter dar. Ja, aber das ist doch auch ein bisschen komisch. Ich meine, immerhin haben wir die gemacht. Und das könnte genauso gut Anlass für Hybris sein. Da haben wir eben mal kurz hier drüber geredet. Ja, die sind ja unsere Geschöpfe. Auf die könnten wir ja stolz sein. Ich glaube, das mit den Kränkungen eigentlich nicht. Ich glaube, diese ganze Freudsche Geschichte nicht. Wir laufen doch auch nicht dauernd geknickt hier rum, weil die Erde nicht im Mittelpunkt des Kosmos steht, oder? Und um dem noch was hinzuzufügen, trotzdem schaffen wir es ja ganz hervorragend, immer noch unsere großartige anthropozentrische Position zu verteidigen, ne? Dass der Mensch das moralisch bedeutendste Wesen im Universum ist, als einziges Wesen einen Eigenwert hat, alles andere dadurch moralisch diskriminieren darf und gerne auch nicht nur nach außen, also mit Blick auf andere Formen des Nichtmenschlichen gegenüber, sondern auch natürlich auf das Innermenschliche. Ich glaube, eine Unterscheidung sollten wir hier treffen, nämlich die zwischen der sogenannten starken und der schwachen KI-These. Starke künstliche Intelligenz wird zurückgeführt ursprünglich auf Alan Turing und heißt eigentlich, dass man eine starke künstliche Intelligenz irgendwann hat, wenn ein Roboter, ein Computer bestimmte Fähigkeiten in einem genuinen Sinne hat.
also genuin im vollen Sinne wirklich intelligent ist, wirklich autonom ist, wirklich Willensfreiheit hat, wirklich kreativ ist. Das wäre so diese starke KI-Position. Und demgegenüber ist aber nach meinem Verständnis auch in der Technikphilosophie und Roboterethik die schwache KI-These mittlerweile sehr, also sehr verbreitet, dass es nicht nötig ist, dass eine Maschine in einem starken Sinne, in einem genuinen Sinne ausgestattet ist mit der Fähigkeit, sondern diese nur simuliert. Wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, ist es ja auch so, dass wir schon beim Menschen nicht genau wissen, ob wir jetzt wirklich willensfrei sind. Das sind ganz häufig eben metaphysische Annahmen, die wir beim Menschen treffen. Bei Tieren und bei Pflanzen und eben bei Maschinen können wir es erst recht nicht sagen. Aber wir sind eben, und diese Simulationsthese, also die schwache KI-These, hilft uns darüber hinweg. Manchmal reicht es vielleicht einfach, wenn ein Wesen so tut, als ob. Wir beschreiben ja die KI sehr stark mit mit menschlichen Begriffen, indem wir halt sagen, die lernen, das sind selbstlernende Systeme zum Beispiel. Ja, so ein Begriff des Lernens, den wir auch eher irgendwie auf Menschen anwenden würden. Und ist das, oder die erkennen, die haben Bilderkennung, da ist ein Erkennen, ja. Aber ist das nicht, also wir versuchen uns irgendwie in Sprache zu kommunizieren, wir versuchen uns Welt durch Sprache verständlich zu machen, dann nehmen wir halt die Wörter, die wir haben, aber ist das nicht, also weiß ich nicht, was ist... Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch eine Quelle vieler Missverständnisse, die zu Problemen führen, die vielleicht nur Scheinprobleme sind. Da ist das klassische Unmündigkeitsproblem ist ja oft, dass ich andere Menschen für mich denken lasse. Und jetzt versuchen wir es auf Technik zu übertragen und sagen, okay, jetzt lassen wir die KI für mich denken. Aber die KI denkt ja gar nicht. Und du hast auch am Anfang gesagt, Technik ist nicht neutral. Also ist das sozusagen, ja, dann eben doch eben kein technisches, sondern ein soziales Problem, weil eigentlich die Entwickler dahinter, wir geben die Unmündigkeit nicht an, also wir werden verlieren die Mündigkeit nicht an Technik, sondern an andere Menschen, an die und... Genau. Also auf das zu schauen, was ansteht und nicht immer sozusagen diese Extremdinger wälzen. Es gibt eine gewisse Gefahr, Alfred Nordmann hat mal darauf hingewiesen, wenn wir uns immer mit diesen großen Fragen beschäftigen, dann kommen wir nicht mehr zum Alltag, den es eigentlich zu gestalten gibt, damit wir in einer analogen Welt als analoge Menschen mit digitalen Hilfsmitteln gut leben können.